So, wir sind zurück in Star Wars Jedi Survivor. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir suchen immer noch Kreese. Kennen wir uns nicht? Ich glaube, der ist in der Kantine, wie ich ja verstanden habe. Wollen wir. Kein schlechter Tapetenwechsel. Kreese müsste hier irgendwo wohnen. Atemberaubend, wirklich. Bisher hatte ich auch keine Fehler oder Bugs. Netter Ausblick, oder? Ah. Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung griffen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Dryders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Hallo. Das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, versteh schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Mit Mosey. Warum kommt die denn mit? Okay. Kiste nehmen wir mit. Ich habe einen Vollbart gefunden. Absolute Weltklasse. Den aber zu entdecken. In den Ecken. Meine zu hinterhältig an, Mensch. Thank you.
Das war knapp. Das klappt nicht. Bei jedem meiner Schritte klingt es, als würde ein Ranker an meinen Knochen nagen. Dann wechseln wir zu einer Ich werde drauf gehen, wenn ich jetzt getroffen werde. Gegner nähert sich! Bombe aktiviert! Ich bin getroffen! Finde deine Lücke! Das war's. Ziel eliminiert! Das war's. Der ist schuld. Da hinten haben wir jetzt alles gesehen. Ich glaube, da oben müssen wir gleich eh hin. Ja, komm, nimm weg. Das hier. Komm ich nicht rein. Komm schon, du blödes Vieh. Beweg dich. Du kommst gerade aus der Baggerschlucht? Und lebst noch, hä? Die Leute hier werden nicht sonderlich alt. Schon gar nicht, wenn sie in dem Gebiet der Raiders herumschnüffeln. Nicht ganz das Empfangskomitee, das ich erwartet hatte. Klingt, als könntest du einen Drink vertragen. Monk, misch dir im Paluns was Feines. Danke für den Tipp. Dann nehme ich hier zum Saufen animieren. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Wenn ihr in meinen Außenposten kommt, ich will den Kristall da. Ich euch und erlege euch eigenhändig. Ich durch ihre Verteidigung. Dieser Jedi ist geschickt. Ausgeteilt. Initialisiere. Langstreckenmunition. Einen schönen Finish eingelegt. Ich so einfach nicht hoch. Zoom erstmal kurz. Hier geht die FPS komplett im Arsch. Darfst du mir ein Stimm herkommen? Nein,
Die Macht ist mit mir. Fähigkeiten hinzufügen. Wäre natürlich auch ganz geil. Dort bei Lichtschwert. Ne, können wir gar nichts. Macht bald auch 2 Punkte. Na gut. Okay, kann weitergehen. Schnellreise. Alles geil, Alter. Okay, gehen wir mal Ziel. Geschafft. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Xia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Hier rein. Nein! Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Warte! Das war doch alles so ein Missverständnis! Hey! Der muss schon überall einmischen. Was ist los? Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Jetzt klopft geht rund. Genug. Geht einfach. Ein Jedi. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Hat er mich aufgespießt, Alter. Du gehörst mir.
Du bist schwer? Das macht Spaß! Alles nur Glück, du kleine... Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter, wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen. Wir sehen uns. Das ist der Dumme! Das ist der Held, der sich gegen die Battlem Raider gewehrt hat! Ah, mein Retter! Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel? Komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Verboten. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Muss ich den Typen nicht abscannen? Ach, die Leiche wurde schon abgeholt. Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Battlem Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, BD? Ah. Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, das sieht furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Mann. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Komm sofort! Willkommen in Pylon Saloon! Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Battlem Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen?
Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grace. Klingt komisch. In den Keller. Ja, warum? Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Woher wusste denn, dass ich komme? Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Ich muss mich konzentrieren. Bereit zum Aufbruch? Da können wir auch nächtigen. Du redest immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig. Genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber... Für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber... Du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Ein Zuhause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir, denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Na schön. Komm, ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich hab da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease. Ich denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer.
Alter, da Ratten da unten. Alte Schmugglerstollen, ha? Huh? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Und was hast du gefunden? Autsch. Borglinge. Haben die Grease so erschreckt? Ist aber alles versteckt hier unten. Vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Verstaubt und verlassen. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Erschreckt mich jetzt so, Mensch. Verstaut in der Hosentasche. Sondern springen, hä? Je schneller wir bei Grease sind, desto. Das sollten wir uns ansehen. Gut, wir machen für hier Feierabend und sehen, ich weiß, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.